EA Sports. It's in the game. Hey Leute, was geht? Mein Name ist Paddy und ich heiße euch herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal PaddyStarTV. Hier geht es weiter mit einer neuen Folge Madden NFL 13. Und zwar sehen wir hier ein Friendly Match zwischen mir, der die 49ers steuert, und dem letztjährigen Champion der MaddenLiga.de, Kölsen, der hier mit den New England Patriots spielt. Ich habe die Aufnahme hier ein bisschen spät gestartet, deswegen haben wir den ersten Drive der Patriots verpasst. Und aber die 49ers konnten die Patriots zu einem Punt zwingen. So beginnen wir jetzt hier mit dem ersten Offensive Drive der 49ers. Zweiter Versuch und 10 jetzt hier. Kaepernick sucht seinen Receiver, findet hier Manningham in der Mitte. Und Manningham kann hier 20 Yards gut machen. 39 Yard Linie, 8 Minuten jetzt noch zu spielen im ersten Viertel. Frank Gore versucht mit über die rechte Seite, aber 4 Patriots sind gleich da, um den Tackle zu machen. So gehen wir jetzt hier in der Shotgun-Ausstellung weiter. Kaepernick sucht rein, Receiver wirft ihn in die Mitte. Gore kann den Ball nicht festhalten. So sind wir jetzt beim dritten Versuch und 11. Wir müssen jetzt hier 11 Yards überbrücken, sind noch nicht ganz in Field Goal Range. Kaepernick sucht seinen Receiver auf der rechten Seite und Manningham macht hier den Catch für das First Down. 25 Yards jetzt noch bis zur Endzone. Gore rusht über die rechte Seite, holt das nächste First Down für die 49ers hier. Die Patriots waren nicht zur Stelle. 3 Rushes für Gore, 13 Yards insgesamt. 11 Yards noch bis zur Endzone. Gore versucht es wieder über die rechte Seite, aber läuft hier an der Lücke vorbei. Er hätte weiter durch die Mitte gehen müssen. Zweiter Versuch und 10 jetzt hier für Kaepernick. Er passt auf rechts außen. Moss kommt fast in die Endzone hier. 5:31 im ersten Viertel noch zu spielen. 2 Yards von der Endzone entfernt. Davis, der Fullback, schafft es hier nicht. Vierter Versuch und 1 jetzt hier. Wir müssen leider das Field Goal nehmen. Wieder Probleme in der Red Zone von mir. Und wieder werde ich hier kurz vor der Endzone zu einem Field Goal gezwungen. Daran werde ich auf jeden Fall arbeiten müssen hier in Zukunft. Und wir beginnen hier mit dem Kickoff. David Akers hier beim Kickoff für die 49ers. Er schießt den Ball tief in die gegnerische Endzone. Die Patriots nehmen hier den Fair Catch. Und der zweite Offensive Drive der Patriots rund um Tom Brady beginnt hier. Erster Versuch und 10. Brady wartet und er läuft über rechts außen. Brady rusht über rechts außen. Die Verteidiger sind nicht da. Sie kommen jetzt zu ihm. Er slidet und erobert hier 6 Yards für Tom Brady. Sieht man sehr selten Tom Brady rushen, aber er hat hier 6 Yards erobert. Und hier versuchen es die 49ers mit einem Blitz, aber Brady erkennt die Situation schnell und macht einen Quick Pass auf Welker links. Erster Versuch und 10 jetzt an der 32-Yard-Linie. Hier langer Pass auf Gronkowski und Gronkowski macht hier den Catch nahe der Seitenlinie. Was ein wunderschöner Pass und wunderschöner Catch hier vom Tight End. Laufspielzug jetzt über die rechte Seite. Die 49ers sind ein bisschen langsam auf der rechten Seite. So kann Green hier 7 Yards errushen. 32 Yards noch bis zur Endzone. Patriot sucht wieder seinen Receiver, findet ihn hier auf der linken Seite. Kurzer Tackle hier von den 49ers und Edelman fällt einfach um. 20 Yards jetzt noch bis zur Endzone. Brady macht mit einem Screenpass hier über die rechte Seite und er kommt fast bis in die Endzone. Die 49ers überrascht von diesem Screen. Sie waren selber auf einem Blitz, so war die Seite frei. Und jetzt Laufspielzug durch die Mitte hier. Smith tackelt ihn. 3 Yards noch bis zur Endzone, 18 Sekunden noch im ersten Quarter und hier wirft er den Pass auf rechts außen, wo der Receiver völlig frei steht und Vereen, der Running Back, macht hier den Catch zum 7:3 im ersten Viertel jetzt noch. Sehr schöner Offensive Drive der New England Patriots hier. Sehr abwechslungsreich, die Defensive der 49ers hatte keine Antwort und so steht es jetzt hier 7:3, Kickoff der Patriots. Auch sehr weit bis in die Endzone. James nimmt hier den Fair Catch. Und die 49ers starten jetzt hier an der eigenen 20-Yard-Linie. Gore mit einem Rush durch die Mitte macht hier 4 Yards gut. Damit ist die Halbzeit auch, das erste Viertel auch rum. Zweites Viertel beginnt hier. Gore wieder durch die Mitte. Erstes First Down hier in diesem Drive. 6 Rushes von Frank Gore, leider nur 26 Yards insgesamt. Colin Kaepernick sucht hier seinen Receiver, findet ihn auch, aber kriegt den Ball nicht mehr raus. So wird er hier zum Glück nicht gesackt, sondern nur incomplete Pass. Zweiter Versuch und 10 jetzt hier. Kaepernick sucht in der Mitte seinen Receiver, fast die Interception hier. Der New England Patriots, 2 Verteidiger waren gleich da, um den Catch zu machen.
aber dritter Versuch und 10. In der Mitte ist Moss hier frei auf seiner Curl Route und macht das First Down hier für die 49ers. Erster Versuch jetzt hier wieder für Colin Kaepernick und die 49ers. Er geht über die linke Seite und die Patriots hier mit der Interception. Wir hatten es hier mit der Outroute versucht, ein bisschen zu spät geworfen, der Pass. Und da sind die Patriots da mit der Interception. Das, was ich in meinen Tutorials-Videos so toll erkläre, mache ich hier so oft falsch in diesen Plays. Immer diese Out- und Corner-Routes werfe ich einfach immer viel zu spät. Die Separation ist einfach nicht da zwischen Verteidiger und Receiver. Hier können wir die Patriots zu einem dritten Versuch und 8 jetzt zwingen an der 11-Yard-Linie. Aber hier ist auf der Out-Route der Receiver frei und macht den zweiten Touchdown der Patriots hier im Spiel. Damit steht es jetzt 14 zu 3 für New England. 9:58 noch zu spielen in der ersten Halbzeit. Kickoff der Patriots. Hoffentlich ist der Offensive Drive der 49ers jetzt besser und hoffentlich können sie auch ihren ersten Touchdown jetzt hier erzielen. James nimmt hier das, den Neil, und an der 20-Yard-Linie geht jetzt weiter für Colin Kaepernick. Wieder Rush mit Frank Gore. Die New England Patriots sind aber diesmal da. Können ihn hier nach einem Yard schon stoppen. Kaepernick muss jetzt wieder auf Passspielzüge ausweichen. Und er versucht hier mit einem Quick Pass, aber das klappt absolut nicht. Er hat hier die Defense so gelesen, dass sie hier auf einem Blitz wären, um ihn zu sacken. Da versucht das auch mit einem Quick Pass auf links außen, aber die Patriots waren hier in der Zonenverteidigung und haben die einfache Interception gemacht. Zweite Interception jetzt hier schon ins Spiel. Wir sind gerade mal im zweiten Viertel und die Patriots stehen jetzt hier kurz vor ihrem dritten Touchdown. Es scheint ein sehr einseitiges Spiel zu werden. Die 49ers kommen überhaupt nicht ins Spiel hier. Dritter Touchdown jetzt. Der erste Drive war sehr gut bis kurz vor die Endzone, aber jetzt sehr viele Fehler von Colin Kaepernick und die Laufspielzüge klappen auch überhaupt nicht hier. Das, was sonst die Stärke von mir ist, Laufspielzüge auch mal First Downs zu erlaufen, klappt überhaupt nicht bis jetzt. Aber es ist noch genügend Zeit zu spielen und wir können hier auf jeden Fall noch sehr viel gut machen. Gerade bei den Quarterzeiten hier von 12 Minuten ist da noch einiges drin. So, der Drive beginnt wieder an der 20-Yard-Linie. Schöner Catch auf Manningham. Fast wäre die Mitte frei gewesen, aber er kann hier immerhin das First Down erlaufen und 20 Yards gut machen. Hier 42-Yard-Linie jetzt. Shotgun-Aufstellung wieder. Kaepernick sucht seinen Receiver, findet hier Manningham. Er macht auch den Catch. Schön hier für 4 Yards. Leider ist nicht mehr dabei rausgesprungen, aber immerhin 4 Yards erobert mit einem schönen Quickpass jetzt auf die linke Seite. Manningham kann den Ball nicht festhalten. Das wäre das nächste First Down gewesen. Dritter Versuch und 6 jetzt hier in die Mitte. Crabtree macht den Catch, verliert aber den Ball und die Patriots hier mit der Fumble Recovery. Crabtree kann den Ball einfach in der Mitte nicht festhalten. Was ein unglücklicher Spielzug. Da kamen sie mal ein bisschen besser ins Spiel. Die 49ers haben einige Pässe an den Mann gebracht, aber dann verliert Crabtree unglücklicherweise den Ball und die Patriots sehr schnell in der Reaktion mit der Fumble Recovery sind jetzt hier auch schon wieder an der 39-Yard-Linie der 49ers angekommen, versuchen es hier mit einem Lauf, verlieren hier aber auch den Ball, aber wieder sind sie schnell in der Reaktion und verlieren ihren eigenen Fumble, können ihn recovern und bleiben in Ballbesitz. Zweiter Versuch und 4 jetzt hier, Quick Pass in die Mitte auf den Tight End, er macht den Catch, nächstes First Down für die New England Patriots. Sehr variabel hier in der Offensive, versuchen jetzt mit Laufspielzügen über links. Die 49ers können ihn hier stoppen. Zweiter Versuch und 9 jetzt an der 21-Yard-Linie. Wir müssen uns jetzt hier drauf konzentrieren, nicht noch einen Touchdown abzugeben vor der Halbzeit. Ansonsten ist das Spiel schon so gut wie entschieden bei der offensiven starken Leistung hier der Patriots und der 49ers mit dem relativen schwachen Offensive Play heute. Die Defensive der 49ers steht jetzt, erwartet den nächsten Snap hier von Tom Brady. Play-Action-Pass, aber und dann ist der Verteidiger, der Receiver in der Mitte frei, kann den Catch zum nächsten First Down machen. Hier Wes Welker wird hart getackelt, hält den Ball aber einfach fest, als würde er an seinen Händen kleben. Erster Versuch und 10 jetzt hier gleich von der 10-Yard-Linie. Brady wird jetzt hier gesackt von Williams. Zweiter Versuch und 12, 3 Minuten vor Ende der Halbzeit. Brady sucht den Receiver, versucht hier wieder über die rechte Seite zu laufen, wird von seinem eigenen Lineman geblockt und wird dann hier
getackelt an der 11-Yard-Linie. Dritter Versuch und 11 jetzt hier. Play-Action-Pass. Nein, er macht das Draw-Play über die rechte Seite. Wird gestoppt von den 49ers. Die Patriots nehmen jetzt hier das Field Goal. Schöner Kick in die Mitte. 24-3 Führung hier für die New England Patriots und Kölsen an der Stelle. 1:57 jetzt noch Zeit für die 49ers, den ersten Touchdown hier auf das Scoreboard zu bringen. Und wenn sie dann nach der Halbzeit den Ball erlangen, könnten sie ein bisschen aufholen. Aber soweit ist es noch nicht. So, die 49ers wechseln hier auf den Drawplay auf Gore. Der läuft über die rechte Seite und kann ja immerhin 5 Yards gut machen. 1:51 noch 25 Sekunden an der 25-Yard-Linie. Zweiter Versuch in 5. Kaepernick sucht den Receiver, findet hier Gore auf der linken Seite. Der macht den schönen Catch, kann hier 20 Yards erlaufen. An der 47-Yard-Linie geht's weiter. Erster Versuch und 10 für die San Francisco 49ers. Kaepernick sucht den Receiver, findet hier in der Mitte fast ein Receiver, aber auch fast die Interception der New England Patriots. Kaepernick sucht und findet hier Manningham auf der rechten Seite. Der kann aber kaum Yards gut machen. Gewinnt nur ein Yards Raumgewinn bei seinem Catch. Nächstes Play und erneut die Interception. Hier haben sie es wieder mit einer Curl Route auf Randy Moss versucht, was im ersten Quarter schon mal geklappt hat, aber irgendwie konnten die New England Patriots einen Mann vor ihm bringen, so dass die Curl Route nicht ankam. Und die nächste Interception hier der San Francisco 49ers, 24 Sekunden vor Ende der Halbzeit. Die Patriots lassen jetzt hier einfach die Uhr runterlaufen mit Laufspielzügen und so geht es in der zweiten Halbzeit auch weiter. Die 49ers kommen nochmal in Ballbesitz, liegen aber schon fast aussichtslos zurück mit 3 Touchdowns. 3:24 steht es jetzt hier, 12 Minuten. Zweimal 12 Minuten noch zu spielen, also ist noch alles drin. Schöner Running Back Streak hier von Davis. Und jetzt geht's weiter über die rechte Seite mit Frank Gore, aber der kann auch wieder hier keine Yards gut machen. Das, was sonst die Stärke ist, dieses Outside Zone Play und Counter Weak Play hier über die rechte und linke Seite. Da verlieren wir hier 2 Yards und verlieren hier nochmal 3 Yards. Also in den Spielzügen, wo wir sonst zwischen 3 und 5 Yards gut machen, verlieren wir hier gegen die New England Patriots 2 bis 3 Yards pro Spielzug. Und dann überfordert hier mit den 15 Yards, die er im dritten Versuch noch zu erwerfen hat, ist Colin Kaepernick und wirft die 4. oder 5. Interception hier im Spiel. Ich komme schon gar nicht mehr mit dem Zählen mit. Die Patriots beginnen hier weiter ihr unerbitterliches Offensive Play. Welch eine Variation hier. Draw Play, Pass Play, Tight End auf alles. Und die 49ers wissen einfach nicht, wie sie darauf reagieren sollen. Beginnen hier mit Shiftings in der Defensive Line. Jetzt Tossplay auf die rechte Seite. Das können sie stoppen hier mit Patrick Willis. Zweiter Versuch und 12 jetzt. Aber jetzt hier wirft er auf die linke Seite und er kommt hier fast in die Endzone. 5 Yards jetzt noch für Tom Brady und die New England Patriots hier. Die 5 Yards kann er nicht überbrücken in seinem ersten Spielzug. 6er Yards jetzt noch, zweiter Versuch, wieder Laufspielzug, diesmal über die linke Seite. Die 49ers sind aber mit harten Tackles da. Whitner hier mit dem Tackle. 4 Yards jetzt noch. Brady sucht den Receiver, findet ihn hier in der Mitte und er kann sogar den Ball festhalten. Trotz des harten Tackles hält er den Ball fest und wir sind beim 4. Touchdown der New England Patriots hier. Damit gehen sie jetzt hier der 4. Touchdown. Und damit gehen sie jetzt mit 31:3 Punkten in Führung. 6 Minuten noch zu spielen im 3. Quarter. James nimmt hier wieder den Fair Catch, traut sich hier auch nicht den Ball zu return. Einfach schon wegen des Fumbles, wegen den zu vielen Interception. Hier Crabtree macht den schönen Catch jetzt in der Mitte. Können die 49ers wenigstens jetzt mal einen Offensive Drive hier vernünftig zu Ende bringen. Kaepernick sucht nach dem Receiver, findet hier in der Mitte wieder nur einen Verteidiger der New England Patriots. Es wird hier schon fast zur Gewohnheit, dass er jeden zweiten Pass einfach zu den New England Patriots wirft. Jeder darf mal, wer hat noch nicht, wer möchte die Interception? Fast schon lächerlich hier an dieser Stelle. Einfach total überfordert die 49ers hier im Offensive Play. Kein Pass kommt an, kein Laufspielzug funktioniert. So, jetzt fängt sogar noch Brady hier an, durch die Mitte zu laufen. Also wenn Brady schon die First Downs anläuft, dann ist bald alles vorbei. Ich weiß nicht mehr, was ich hier sagen soll, wie ich es noch kommentieren soll. Mir fehlen tatsächlich die Worte. Es ist zumindest eines der schlechtesten Spiele
die ich spiele, beziehungsweise eines der besten Gegner, die ich gegen die ich bisher überhaupt gespielt habe, wenn nicht sogar der beste Gegner, gegen den ich bisher gespielt habe oder spielen haben durfte. Zweiter Versuch und 7. Können wir ihn hier wenigstens zu einem weiteren Field Goal zwingen, damit es nicht ganz so peinlich wird? Nein. Vereen läuft hier einfach durch unsere Verteidigung durch, wird dann zwar hart umgetackelt, kann den Ball aber festhalten. So, jetzt ist mal ein Tackle da, 4. Versuch und 2 und wir können ihn hier tatsächlich zu einem Field Goal zwingen. Damit ist es nur die Führung von 34-3. Ich würde da jetzt versuchen, noch ein bisschen Spannung ins Spiel reinzureden, aber es sind nur noch 12 Minuten zu spielen. Wir liegen mit 31 Punkten zurück. Wenn ich das noch aufhole, dann, ja, dann weiß ich auch nicht. So, Kickoff jetzt hier der New England Patriots. Und James nimmt erstaunlicherweise wieder den Fair Catch. Wir versuchen es jetzt hier mit einer kleinen Variation. Laufspielzug über die linke Seite. Gore kann wenigstens ein paar Yards vorwärts laufen. Läuft wenigstens nicht rückwärts, wie öfters gesehen. Hier Laufspielzug jetzt über die rechte Seite. Aber auch wieder in dem Outside Zone Play kann er wieder nur 2 Yards verlieren. Er verliert hier mehr, als er gewinnt. Ace per Flex Aufstellung jetzt. Kaepernick sucht den Receiver, findet hier auf der rechten Seite fast einen Receiver, aber auch fast wieder den Verteidiger der New England Patriots. So sind wir jetzt hier leider zu einem Punt gezwungen. Also wir wollen jetzt den 4. Versuch und 8 hier nicht nehmen. Ich meine, das Spiel ist eh aussichtslos und da wollen wir möglichst weit den Ball wegschießen, damit die New England Patriots nicht den nächsten Touchdown schon wieder schaffen. So müssen sie sich wenigstens 60 Yards übers Feld vorarbeiten für ihre 7 Punkte. Also können wir noch ein bisschen die Offensive Plays von Tom Brady bewundern. Den ersten Pass bringt er nicht an. Der Verteidiger ist da. 2. Versuch und 10 jetzt hier. Laufspielzug durch die Mitte. Die Aufstellung war wieder schlecht. Der Verteidiger hier 6 Yards kann Marine erlaufen. 3. Versuch und 4 können wir ihn hier stoppen. Und muss er den Ball auch panten? Nein, Quick Pass hier. Und Welker hält einfach den Ball fest. Wird da von dem 120 Kilo Mann zu Boden gerammt. Aber sein Ball klebt an den Händen. Das ist einfach Wahnsinn. Wes Welker hier, was ein Receiver der New England Patriots. So, Laufspielzug jetzt wieder durch die Mitte. Unglaublich, wie er es hier schafft, die 10 Yards zu erobern. Die Verteidiger der San Francisco 49ers laufen genau neben ihm her, aber schaffen es ihn einfach nicht umzutackeln. Also schon Wahnsinn an der Stelle. 2. Versuch und 9. Erneut der Laufspielzug. Diesmal tut er uns einen Gefallen und läuft gegen seinen eigenen Offensive Lineman. 3. Versuch und 8. Play-Action-Pass jetzt hier und er bringt den Pass nicht an und er ist hier zu einem Field-Goal gezwungen. Wird er das Field-Goal machen, wird es das 37-3 hier werden. Und ja, wunderschöner Field-Goal-Kick hier, geht sogar gerade noch drüber. 37-3 für die New England Patriots, 6:36 noch zu spielen. Kick-off der New England Patriots hier und James, wird er den Ball diesmal returnen? Nein, er nimmt wieder den Fair-Catch. Wahnsinn, langsam werden schon Wetten abgeschlossen, ob er den Ball überhaupt noch returnen kann, ob er überhaupt noch laufen kann oder ob er einfach da steht, um mit den Armen zu winken wie ein Fluglotse. 2. Versuch und 3 jetzt hier der 49ers und Gore erläuft das First Down. Wahnsinn, wieder mal ein First Down der 49ers hier im Spiel. Play-Action-Pass und Kaepernick wirft. Wahnsinn, ein Pass von Kaepernick, der ankommt. Der erste vernünftige lange Pass von Colin Kaepernick. 5:26 vor Ende des Spiels bringt er wirklich seinen ersten Pass über 20 Yards an den Mann und hier auch der zweite Pass gleich. 2. Versuch und Inches. Wird es hier wirklich der erste Touchdown der San Francisco 49ers? Gore läuft über die linke Seite, holt das First Down, kommt er bis in die Endzone? Nein, er kommt nicht bis in die Endzone. 7 Yards vor der Endzone werden sie hier nochmal gestoppt. Tossplay über die rechte Seite. Gore wird hier wieder gestoppt hinter der Line of Scrimmage und verliert üblicherweise wieder 3 Yards hier bei einem Laufspielzug. Kaepernick sucht den Receiver, findet hier keinen Receiver, wird aber auch den Ball nicht los und wird hier an der 18-Yard-Linie gesackt. 18 Yards und 3. Versuch hier bis zur Endzone. Kaepernick sucht einen Receiver, findet hier auf der rechten Seite Crabtree. Kommt er in die Endzone? Nein, er kommt nicht in die Endzone. 1 Yard haben gefehlt, aber sie versuchen es jetzt hier mit einem Fullback-Dive in die Endzone. Aber der Touchdown bleibt hier
bleibt ihnen hier verwehrt. Sie wollten einfach das Field Goal hier nicht nehmen und so versuchen sie es mit dem Fullback Dive, der kommt nicht durch und so starten die Patriots hier an der 2-Yard-Markierung. Die 49ers versuchen es hier mit einem coolen Blitz, aber der klappt überhaupt nicht und so kann hier der Receiver den Catch machen und läuft hier 98 Yards übers Feld für den nächsten Touchdown. Also es war auf jeden Fall sehr riskant an der Stelle. Ich habe einfach alle Linemen und Safeties und alles, was da so rumlief, auf den Blitz geschickt, um hier Tom Brady in der eigenen Endzone zu sacken. Das hat dann natürlich nicht geklappt und die New England Patriots machen hier den nächsten Touchdown. 44-3, 1:45 vor Ende des Spiels. Und Wahnsinn, James returnt den Ball hier. James läuft, James kommt bis zur 23-Yard-Linie. Aber wenigstens hat er sich mal bewegt aus der eigenen Endzone raus. Die 49ers geben auf jeden Fall nicht auf, wollen hier unbedingt noch ihren ersten Touchdown des Spiels. Und Kaepernick sucht den Receiver, findet hier auf der rechten Seite diesmal Manningham, wirft die Corner Route diesmal vernünftig, sodass es keine Interception gibt. So, gegen Ende des Spiels kommen die 49ers hier wirklich nochmal halbwegs ins Spiel. Also wenn sie solche Pässe das ganze Spiel lang angebracht hätten, dann würden sie hier nicht 3:44 zurückliegen. Gore läuft hier über die rechte Seite, eine Minute noch zu spielen, zweiter Versuch und 12. Kaepernick sucht und findet hier Moss. Und Moss verliert jetzt hier auch noch unglücklich den Ball. Zweiter Fumble hier im Spiel. Randy Moss verliert den Ball und damit, ja, ist auch der Traum vom einen einzigen Touchdown des Spiels hier gestorben. Und Quarterback Neal hier der New England Patriots, die lassen jetzt hier einfach noch die Zeit runterlaufen. Und ja, das war hier mein Untergang in Foxborough, Massachusetts. Ja, das spricht auch nochmal einer aus, dieses Wort. Ja, auf jeden Fall, ja, sehr schlechte Leistung von mir. Super Spiel hier von Kölsen an der Stelle. Super Offensive Plays hier, defensive Klasse, hat sich klasse auf meine Laufspielzüge eingestellt. Und er war einfach immer da. Kurzes Game-Recap jetzt hier noch. Gucken wir uns mal die Zahlen an. Und erstaunlicherweise werden wir jetzt hier sehen, dass wir in den Offensive Yards gar nicht so schlecht waren. Wir haben immerhin 326 Yards erobert. Rushing Yards war halt hier unser Manko. Und gleich werden wir sehen, dass wir hier 7 Turnovers produziert haben und die New England Patriots halt keinen. Vielen Dank fürs Zuschauen an der Stelle. Bis zum nächsten Mal. Euer Paddy für Paddystar TV.